Nein, es wird nicht in Währungen gewettet. Edna spricht, bricht Edna aus. Bricht aus. Oder die Brunia. Oh, Edna bricht aus, ist lustig. Ja, ich weiß, und aber... Und dann der Nachfolger davon. Ja, Harveys neue Augen. Genau, Harveys neue Augen, danke. Harveys Moon. Wenn, dann Stardew Valley. Oh. Eine Handvoll imaginären Keksen? Nein, also wenn dann schon irgendwas Sinnvolles. Genau. Sonst macht's ja keinen Spaß. Okay, so. Letzte Münze. Wupp. Edna spricht aus. Ein ganz süßes Spiel, bei dem Edna 10.000 Wörter ausspricht. Das ist nicht mein Spiel, man hört einfach zu. Das ist doch auch super. Das wäre cool. Ah, das wäre mal ein Kanal. Das wäre einen ganzen YouTube-Kanal wert. Edna spricht aus. Ein Kanal, bei dem die Aussprache von Wörtern diskutiert wird. Ey, das mache ich. Das ist eine tolle Idee, damit mache ich ganz viele 100.000 Subscriber. So, ich bin übrigens noch nicht tot. Ein Lernspiel. Edna spricht aus. So, ich bin immer noch nicht tot. Trotz dieses Sprungs. Und trotz dieses bin ich auch noch nicht tot. Habe ich schon gesagt, dass ich noch lebe? Ach, der kommt noch. Das Level ist noch lang. Ach, das schaffst du schon. Das schaffst du schon. Das schaffst du ganz alleine. Zu sterben. Komm hierher. Komm. Ist einfach stehen geblieben. Und dann kaputt gegangen. Okay, hier ist das. Dann machen wir es folgendermaßen. Tatsächlich Aussprachkanäle auf YouTube. Okay. Es gibt sowas? Oh Gott. Da habe ich doch glatt ein Déjà-vu. Wort Nummer 1. Okay, hier gab es keine Münzen, aber... Oh, oh! Oh, oh! Weißt du, was ich gerade bekommen habe? Ein Leben. Ja. Ne, 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 dem Tod von der Schippe gesprungen. Aber nicht so rum. Aber es geht um das allgemeine Game Over gehen. Du kannst immer noch zweimal tot gehen. Ich kann immer noch, ja. Aber ich will nicht, ich will nicht, ich werde nicht. Das macht ja keinen Spaß. Ah. Weil ich will doch auch mal den 100 Münzenstern in diesem Level. Dann geh an Samatu Game Over. Nein. Oh. Ich schmeiß den wirklich raus. Das nächste Mal, wenn. Also ich sag mal so, für diesen Stream darfst du noch drin bleiben, aber beim nächsten bist du beim ersten Final Fantasy Wort weg. Und da mache ich dann keine Scherze mehr. How to pronounce XYZ. XYZ. Ja. Aktenzeichen XY ungelöst. Das pronounced man anders. Ehrlich? Denke ich. Das pronounced man. Moment. Aktenzeichen Pokémon XY ungelöst. Oh. Hast du den Sinn des Lebens gefunden? Nein. Er kann sich auch jedes Mal das ein Up wiederholen. Ja, kann ich. Axido hab ich im Regelbuch. Wir haben ein Regelbuch. Ja. Das ist ein Buch, wo notiert wird, wann wer seine Regel hat. Ah, okay. Es gibt einen englischen Kanal, in dem man deutsche Wörter kennenlernt. Und es gibt ein Video, wie man Englisch mit deutschem Akzent sprechen kann. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Frage, warum sollte man das wollen? Ja, keine Ahnung. Ich kann doch nicht mal Englisch mit englischem Akzent sprechen. Es wird übrigens wieder spannend. Ach, hast wieder ein Leben verloren. Hey, hol dir doch einfach das Leben wieder. Glück. Das Sparbuch, mein Sparbuch enthält auch Text, tut mir leid. Wollte ich nur sagen, mein Sparbuch hat auch Text gehabt. Es gibt ja keine Sparbücher mehr wirklich. Ja. Nur auf diese Karten. Ach so?
Ja. Und hopp. Ja, mein erstes Schwab, was ich hatte, hatte Text. Oh. Und was stand drin? Wie viel Geld ich habe. Das ist richtig. Viel. Ich war nie wirklich sparsam. Oh. Kaum als Geld habe ich mir ein neues Mega Man Spiel gekauft. Okay, das kann ich nachvollziehen. Ui, jetzt gehen wir wieder unseren tollen Weg ab. Wie immer. Hep. Also, mach ein Video von Edna spricht aus. Das ist wirklich mal eine tolle Idee. Ich spiele das Spiel und mache dabei irgendwelche komischen Aussprachen. Wie in Layton. Wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz soll er sterben. Ja, das ist ein Naturgesetz übrigens. Und ach, ich gehe woanders lang. Welches mit Wörtern spart? Der Sparbuch als solches. Ah, okay. Aha. Also ein Bilderbuch. Ein Bilderbuch spart mit Wörtern, ja. Ein Wörtersparbuch. Ist das dann wohl? Oh nein. Komm schon, komm schon. Ja, alle. So. Hui. Okay, jetzt geht's los. Diesmal schaffe ich's übrigens. Jetzt geht's los. Alle 100. Jetzt geht's los. Habe ich schon gesagt, diesmal schaffe ich's? Ja, aber ich glaube, die Leute wollen, dass du es nicht schaffst. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. So, und hoch hier. Da lang. Und noch die letzte Münze. Na. C, ist das wieder ein anderer Dialekt für mein C? Ja. Münze. 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 Au, au, Münze. Aua, mein Fuß. Warum wurde eigentlich Mega Man Unlimited abgebrochen? Es wurde nicht abgebrochen. Oder was meinst du? Oh nein, ich bin Game Over. Das erste Video nach der Pause hatte ja keine Begrüßung. Begrüßung, sondern fing direkt in der Stage an. Kann sein. Übrigens, ich bin Game Over. Axi, du erfüllst also keine Zuschauerwünsche. Oh, bis Game Over, das heißt Mega Man 4... Mega Man 64. Ah, Superman 64. Yay. Superman 64. Ich kann es ja noch eine Weile vor mir herschieben. Zweiter Versuch, das Axi, vorzumachen. Du, kaufst du dir das Real Life Journal? Was ist das Real Life Journal? Na, wer wird gleich rausgeschmissen, weil er... Nein, weil er schon zum Anfang des Streams gesagt hat, dass es ein Game Over geben wird. Nein, Quatsch, nein. Edna spricht aus. Ehrlich, ich wollte wirklich was ist es denn jetzt? Ja genau, jetzt müssen wir abstimmen. Jetzt müssen wir abstimmen. Also, wir haben eine Stimme für Edna spricht aus. Wir haben nicht die Wahl zwischen einem guten Spiel und einem schlechten Spiel. Bei einem schlechten Spiel wird er sich quälen. Und ihr wollt, dass er das gute Spiel spielt? Ja, damit ich mich nicht quäle. Oh. Aua. Ich bin dein treuester Fan. Sagen sie alle. Und dann sind sie doch... und dann sind sie doch nicht schwanger von mir. Oh. Boah, das war jetzt... Es sind nur treue Fans, sie wollen aber kein Kind von dir. Oh. Ah! Okay, das war ja schon mal nix. Super Mario 64. Aber er spielt doch schon Super Mario 64 2.0. Ja, also Super Mario 128. Aber ich komme hier nicht mehr an die roten Münzen. Ich hoffe, da hinten gibt es noch irgendwo einen Stern. Ja, okay, das wird biologisch etwas schwierig. Mario 64 Chaos Edition. Oh, war ja. Klingt schon so. Klingt nach Rom-Hack. Ja, ist es dann wohl auch. Upsa. So. Ich kann leider schon nicht mehr alle roten Münzen holen. Außer ich kann mich da irgendwie wieder hochschießen, aber das glaube ich nicht. Hilfe!
schießt dich auf jeden Fall nach unten. Wenigstens verliere ich hier kein Leben. Star Power 3 aus EF als Hardcover. Sommer diesen Jahres erscheint. Oh, das klingt schön. Das Tagebuch Nummer 3 aus GF? Gravity Falls. Ah, das ist GF, okay, danke. Ja, nicht Girlfriends. Oder Guardian Force. Oder sowas. Oder geile Frauen, Entschuldigung. Nein, das definitiv nicht. Abenteuer 18? Ja. Was, wer hat das denn? 18? Ach, das war alles mögliche 18. Die haben nur, keine Ahnung, immer wieder eine neue Seite gegründet, weil, weiß ich nicht, das war bestimmt alles Betrug. Oder schlechten Ruf bekommen. Alles nur, das ist doch alles nur Abzocke. Ja, das sowieso. Hatten wir die Frage nicht schon mal? Neue Fragen bitte. Ja, natürlich Kronkel Stan, wer sonst? Ja, irgendwie. Naja. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht auch mit Bill Cipher gehe. Was? Der ist cool. Lass mich. Mag zwar sein, aber es ist nicht wie Kronkel Stan. Wupp. Haha. So muss das. Ich weiß noch nicht, ob ich alle hab und ob ich das jetzt so schaffe. Doch, geht. Okay, 2 rote Münzen noch. Und da sehe ich nichts. Und wenn da dann ist mein Lieblingscharakter sowieso. Quiblinghook! Das ist kein Charakter. Für mich schon. Der kommt nur zu selten vor. So, wo ist jetzt eigentlich die letzte Münze? Mist. Ich gehe nochmal zurück, aber den leichten Weg. Habe ich irgendwo auf dem Weg was vergessen? Wie heißt dein YouTube-Channel? Welche Frage würdest du niemals beantworten? Sag mich diese. Diese! Und schwupp! Wo ist die letzte Münze? Jetzt bin ich gespannt. Oh nein! Da oben! Okay. Okay. Herausforderung angenommen. Das wäre ein Ding, wenn das echt klappen würde. Moment, was ist denn da hinten? Das habe ich ja noch nie gesehen. Das gibt es einfach nicht. Ach, hier gibt es einen Stern. Aha. Oho. Da gibt es ja wohl, und zwar bei Roller. Richtiger Rebell hier. Komm schon, ich will da hoch. Komm schon. Ich sehe nichts mehr. Und ich kann die Kamera nicht. Bill hat dafür gesorgt, dass GF keine Kindersendung mehr ist. Ich will nicht spoilern, daher kommt von mir nichts mehr. Aber die sind doch hierzulande auch schon fertig mit der Serie. Du kannst nichts spoilern. Genau. Wo ist dann zu Ende? Ja. Oh, diese Kamera! Ich fass es nicht. Ich fass es einfach nicht. Das ist so grausam. Aber ich versuche was anderes dadurch. Mal. Und zwar, indem ich. Okay, hier der Part wird ab 18, wenn es zu lang Mario sind dann. Ja, finde ich auch. Ja, das ist ja auch so eine Sache, die bei welchem Spiel? Irgendein Blizzard-Spiel. Ja, das war Overwatch. Overwatch, ja. Tracers Hintern. Komm schon. Nein! Das war das schlimmste Sakrileg begangen. Macht man denn? Das war Super Mario Bros. Super Show Music. Mit dem Intro-Video von SG Art kombinieren. Musste feststellen, das geht ja gar nicht. Das war's. Tschüss. Ich bin weg. Okay, wie viele Sterne haben wir jetzt eigentlich in der letzten Stunde gesammelt? Mindestens 10, glaube ich. Echt jetzt? Ich glaube nicht. Nee. Nie. Auf jeden Fall mindestens 5, das heißt. Na, ich habe doch die letzte Stunde nur gefailt.
Ach, in der letzten Stunde. Ich dachte, du meinst von der Oh nein, 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 ich lass mich nochmal sterben. Weil vielleicht da manche hier so nicht alles gesehen. Ja, das kann sein. Mhm. Na, ihr habt noch nicht alles gesehen. Ach du Schande, ich kann da hier heute nicht mehr einkaufen gehen, wenn ich jetzt nicht aufhöre. Also ich mache hier nur noch die roten Münzen und dann gehe ich einkaufen. Haben bei den Läden nicht bis 3 Uhr offen oder so? Nein. Naja, die Spätis, aber ich will nicht in einen Späti... Oh, ich muss mir echt einen anderen Charakter suchen, aber andererseits, ich muss ja mit dem anfangen. Okay. 24 Stunden, 7 Tage die Woche Geschäfte, mit 6 Tage die Woche haben, 24 Stunden. Weil es doof war. Hier, wegen das Verbot, weil es doof war. Hat den Qualitätsanforderungen nicht genügt. So, und... Hoppa. Ja, Axido, kein Gezweck. Übermäßig benutzt Running Gag. Okay. Du möchtest kein überbenutzten Running Gags haben. Genau. Deswegen... Also wenn es danach geht, überbenutzte Running Gags benutze ich selber. Das dürfte ich eigentlich nicht als Grund angeben. So. Du willst in einen Späti. Du willst in einen Späti. Ich will in keinen Späti. Außerdem, im Späti gibt's auch nicht alles. Da gibt's kein Kaba. Du willst in einen Späti. Ich will kein Späti. Warum nicht? Voll lecker. Er ist doch nur neidisch. Ja. Ganz genau. So, und jetzt kriege ich aber wenigstens die roten Münzen. Oder ich verhaus wieder voll. Oh Mann. Naja, aber ihr verlierst ja keine Leben, wenn du in die Schlucht fällst. Ah! Das heißt, hier kannst du schon mal nicht mehr Game Over gehen. Danke, dass du es mir gesagt hast. Muss ich gleich mal wieder ausprobieren. Mann. Okay, so wie ich mich gerade anstelle, mal wieder. Ich verstehe das einfach nicht. Bei der Formulierung bei den offiziellen Chatregeln müssen wir noch feilen. Ja. Das ist alles noch nicht so. Das ist alles noch nicht Hand und fest Fuß. Fußfest. Oh. Fußfessel. So, gibt's hier irgendwas? Ein Leben! Ach, Juhu. Überzeugung! Willst in einen Späti? Willst deinen Stream fortsetzen? Nein! Also, wenn es danach geht, das sowieso erstmal bald nicht mehr. Das liegt aber daran, dass ich so faile. Nicht, weil ich das. Weil ich den Stream an sich doof fände. Nein, nein, das ist wirklich nur, weil. Ich bin wieder fertig mit den Nerven. Ich kann keine Sterne mehr sammeln. Hast du beim Stream eine feste Regel, wann du streamst? Nein. Wenn ich Bock hab. Und außerdem, wer mal ab und zu auf diese Stream-Seite geht, der wird dann wenigstens, wenn es mir mal ein paar Tage vorher einfällt, wann ich streamen möchte, dann sag ich das wenigstens, gebe ich das schon mal an. Und ja. Kann sich jeder. Alle ab 17 Uhr, okay. Kann. Genau. Am Wochenende zwar sogar. Alle. Ja. Aber ich meine jetzt, also, wenn ich auf die Idee kommen sollte, dann kündige ich das so an, dass ich es einfach hier reinschreibe in die Videobeschreibung. Steht ja auch jetzt momentan drin. Sieht das jemand? Ja? Danke. Nächster Stream Samstag, den 9.04.2016 um 17 Uhr. Also heute. Hey, oh, der war schon. Ach, verdammt. Der ist noch. Gleich nicht mehr. Ja, außer du bist in den Späti. Nein, ich will in keinen Späti. Ich will Kaba. Und ich will... Aber es gibt auch... Marken-Spätis, die Kaba haben. Na, ich will aber nicht extra suchen müssen deswegen. Ich weiß, wo meine Lieblingsläden sind und dann... Ja. Und hui! Jetzt gehe ich hier einfach runter und dann reicht das schon. So. Dann brauche ich die Mario-Mütze, dann kann ich da rüber.
Und dann hole ich mir schnell noch den Stern und dann ist gut. Aber diesmal ohne Kameraprobleme. Ich sehe es reichlich. Nein. Oh Mann, das ist so voll. Der Final Fantasy 10 Typ ist aus dem Weg. Echt? Oh, ja, jetzt. Ist außer dem Weg. Okay. Ach Mensch. Trotzdem ja. Nein. Ich muss wirklich heute noch einkaufen. Also kein Farm, Jujimbo, Shiba, Ifrit. Hör auf! Ja, okay. Ich muss sagen, die nehme ich das jetzt gerade gar nicht so übel. So, jetzt ab nach oben, ab nach oben, ab nach oben. Diesmal schaffe ich das. Blub, 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 macht es die ganze Zeit. Komm schon, komm schon, komm schon. Nächster. Ach genau, ich kann mich ja mit der Stampfattacke da wieder rausholen. Und ein Leben. Ist der Ballon auf? Ja, was hatten wir denn jetzt eigentlich? War es nur Edna spricht aus, oder? Ja, anscheinend wollen alle, dass der Edna spricht aus spielt. Okay, gut. Bin ich ja froh. Bin ich irgendwie ein bisschen entsetzlich. Yeah. Ja, ich find's toll. Okay, dann speichern und ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal. So. Wirklich? Ja. Bist du dich schon verlassen? Ey, das waren wieder 3 Stunden. Okay. Und dabei nicht mal viel Content. Das war genug Content. Failender Content. Ja, außerdem, wenn ich jetzt nur noch failen würde, dann... Ich bin wirklich nicht mehr dazu in der Lage. Ist schon physisch nicht mehr. Du hast das Spielen verlernt. Richtig, das passiert manchmal so nach einer längeren Session. All deine wunderbaren Gedanken. Also... Bye bye, alle, die noch da waren. Ja, es sind immer noch 10 Leute. Ja. Bis zum nächsten Mal.